So, hallo Leute, schön, dass ihr da seid. Heute werden wir an einem BMW E39 Touring die Dämpfer für die Heckscheibe austauschen. Ich zeige euch mal warum. Ja, funktioniert nicht mehr so ganz gut. Ne, und das ist natürlich ein bisschen doof. Die Scheibe fällt einem auf den Kopf und wir werden jetzt einfach mal das in Angriff nehmen und die beiden Dämpfer einfach mal austauschen. Die Dämpfer habe ich schon besorgt. Das sind sie. Sind im Prinzip zwei ganz normale Gasdruckfedern. Die lasse ich mal an der Seite. Die mache ich hier mal auf. Ja, eigentlich nichts Besonderes, eine einfache Gasdruckfeder, wie man hier so schön sehen kann, die ist sogar schon vorgefettet. Hier auch ist ein bisschen Fett schon drin, sodass wir da kein zusätzliches Fett reinmachen müssen. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. So, wir öffnen einfach mal die Heckklappe komplett. So, hier die Torx-Schraube müssen wir einmal rausschrauben. Das ist ein 20er Torx. Auf der anderen Seite machen wir genau das Gleiche. Nur die Schrauben von dem inneren Bügel, der äußere Bügel ist für die gesamte Heckklappe. Da sehen die Dämpfer auch noch mal ein bisschen anders aus, sind noch ein bisschen massiver und größer. Aber wir wollen ja nur erstmal die kleinen Dämpfer tauschen. So, ich habe die Heckklappe an sich erstmal geschlossen und nur die Scheibe geöffnet, weil wir hier oben auch noch mal jeweils eine Schraube lösen müssen. Dann nehmen wir diese Verkleidung hier einmal ab. Dafür müssen wir hier an der Seite nochmal so einen Clips lösen. Weil dahinter befindet sich noch ein Kabelbaum. So, der ist hier eingehangen. Den können wir auch hier einmal ausklipsen. So, und dann haben wir das hier auf der Seite schon mal frei. So, und dann schauen wir uns mal den Dämpfer an. So, hier ist so ein ganz kleiner Sicherungsring drauf. Das sieht man eigentlich kaum. Den muss man hier einmal raushebeln. Und dann kann man die Seite raus tun. So, ist gelöst. Jetzt ist er auch nicht mehr auf Spannung. Und jetzt müssen wir mit einem ganz langen Schraubendreher einmal hinten durch und den einmal so rausknebeln. So, gehen wir jetzt einmal hier drunter. Versuchen den hier zu treffen. Und dann knebeln wir den. So, zack. Jetzt ist der hinten raus aus der Führung gesprungen. Wir können dann rausziehen. So, das ist noch der originale von BMW. Und jetzt müssen wir natürlich versuchen, den neuen da reinzukriegen und dann wieder mit dem Schraubendreher von oben auf die Kugelpfanne drauf zu drücken. So, wir hängen jetzt den neuen Dämpfer hier vorne erstmal wieder ein und dann versuchen wir den auf den Kugelkopf drauf zu hebeln. So, stecken wir den hier erstmal so rein. So. Der sitzt jetzt links neben dem Kugelkopf. Und da müssen wir jetzt versuchen, den mit dem dicken, langen Schraubendreher auf diesen Kugelkopf zu bekommen. So, und der ist jetzt rüber gesprungen. Ach, das sieht man alles so wirklich schlecht. Also es dauert manchmal echt ein paar Minuten, bis man das Ding da drauf hat.
Man könnte natürlich auch den Himmel abbauen und dann im Prinzip alles von innen machen, aber das ist eigentlich zu viel Aufwand. Und wenn man ein bisschen Zeit hat, dann kriegt man das auch hier rüber gut hin. Muss halt nur ein bisschen Fingerfertigkeit an den Tag legen. Jetzt ist er hier rausgerutscht. Wieder ein. So, wir sichern den jetzt erstmal einmal, damit er hier nicht immer wieder runterrutscht. Ich habe jetzt gerade im Schnelldurchlauf gesehen, dass er ein paar Mal abgesprungen ist. So, das gleiche jetzt nochmal. So, er ist drauf. Hat sich jetzt drauf geschoben. Ich habe einmal kurz die Heckklappe runtergedrückt. Da hat er sich eingeklipst. Jetzt nochmal testen, ob das jetzt wirklich stimmt. Ja, ist fest. Super. Dann heißt das jetzt im Prinzip wieder alles zusammenbauen. Das heißt, einmal die Klappe wieder öffnen, also schließen. Ja. So, jetzt fädeln wir das hier wieder ein. Diese Führung. So. Dann haben wir die große Abdeckung. Hängen wir die Klipse hier wieder ein. Muss das hier wieder reingefädelt werden. Hier mal zusammendrücken. So. Und dann kommt die kleine Schraube hier wieder rein. So, nur handfest, das ist ja nur Kunststoff, nicht dass es kaputt geht. Und dann machen wir einmal die andere Seite. So, die Seite ging jetzt zum Glück ein bisschen schneller. Jetzt einmal das Ding jetzt auf der Seite auch eingedrückt. Das heißt, hier das gleiche Spielchen, einmal Klappe wieder schließen, Deckel drauf, Deckel anschrauben. Also vorher machen wir einmal die Seite noch. So, und dann schließen wir jetzt nochmal die Klappe. Dann wäre die Führung erstmal hier oben einhängen müssen. So, jetzt ziehe mal ein bisschen das Kabel raus, dass man es auch sieht. Position. Ja, es funktioniert. Was soll ich dazu sagen? Also im Prinzip ein sehr einfacher Austausch oder sehr einfache Reparatur an so einem Fahrzeug. Ist ein leichtes Geduldsspiel, muss man schon sagen. Also wirklich diese Kugelpfanne auf den Zapfen hinten rauf zu bekommen, das bedarf schon einiger Versuche. Ich würde aber sagen, jetzt alles in allem habe ich jetzt dafür, glaube ich, eine halbe, dreiviertel Stunde ungefähr gebraucht. Ich denke, damit kann man leben. Besser als so einen Himmel abzusenken, von innen die Kugelbolzen rauszudrehen und dann wieder reinzudrehen.
weiß ich nicht, da müsste man noch einiges an Verkleidung abbauen und ich denke mal, so mit ein bisschen Gefummel geht das auch. Und ich denke mal, das ist nicht nach Reparaturleitfaden, aber es war trotzdem erfolgreich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Viele neue weitere Videos werden noch folgen. Und ansonsten sage ich vielen Dank und macht's gut. Ciao.